Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Zunächst noch ein Hinweis, wir haben ab heute die Kommentarfunktion nach langem Überlegen wieder freigeschaltet. Das setzt voraus, dass unsere lieben Internetnutzer davon in Weisheit Gebrauch machen. In der Vergangenheit kam es leider immer wieder vor, dass Themen diskutiert wurden, die nicht nur mit der Predigt gar nichts zu tun hatten, sondern zum Teil auch mit unklugen Kommentaren versehen waren, die dem Anliegen unserer Gemeinde nicht entsprechen. Sollte das auch in Zukunft wieder der Fall sein, müssten wir leider die Kommentarfunktion dann vielleicht dauerhaft deaktivieren. Wir hoffen, dass das nicht nötig ist, sondern von der Möglichkeit in Weisheit Gebrauch gemacht wird. Dann kommen wir zur Lesung heute. Wir machen eine kleine Pause über Weihnachten, Adventzeit ins neue Jahr hinein mit unserer Offenbarungsreihe und wenden uns jetzt die nächsten 4 Sonntage adventlichen Themen zu, was aber dann inhaltlich trotzdem ganz gut passt, denn Advent ist immer auch Endzeitthema und damit immer auch ganz nah bei der Thematik Offenbarung. Wir werden es gleich sehen, auch Sacharja 14, die Verse 1 bis 5, unsere Lesung, ganz typischer Endzeittext, der dann im Blick auf die zweite Wiederkunft, auf das Wiederkommen unseres Herrn. Sacharja 14, 1 bis 5. Siehe, es kommt ein Tag für den Herrn, da wird man deine Beute verteilen in deiner Mitte, nämlich die Beute, die man gemacht hat, im Volk Israel. Da werde ich alle Heidenvölker bei Jerusalem zum Krieg versammeln und die Stadt wird erobert, die Häuser werden geplündert und die Frauen geschändet werden und die Hälfte der Stadt muss in die Gefangenschaft ziehen. Der Überrest des Volkes aber soll nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Aber der Herr wird ausziehen und gegen jene Heidenvölker kämpfen, wie damals am Tag seines Kampfes, am Tag der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen. Jener Tag, in der Bibel immer der Tag der Wiederkunft des Herrn, werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem nach Osten zuliegt, und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten nach Osten und nach Westen hin zu einem sehr großen Tal, und die eine Hälfte des Berges wird nach Norden zurückweichen, die andere nach Süden. Da werdet ihr in das Tal meiner Berge fliehen, denn das Tal zwischen den Bergen wird bis nach Asel reichen, und ihr werdet fliehen, wie ihr geflohen seid vor dem Erdbeben in den Tagen Usias, des Königs von Juda. Dann wird der Herr, mein Gott, kommen und alle Heiligen mit dir. Wir erheben uns zum Gebet. Ja, treuer Gott und Vater, wir danken dir jetzt auch für diese Adventszeit, in der wir uns zum einen von ganzem Herzen immer wieder ganz besonders freuen dürfen, dass du gekommen bist vor 2000 Jahren, um unsere Sünden auf dich zu nehmen, das Heil für die ganze Welt zu vollbringen, das doch dann auch jeder für sich annehmen möge. Und dass auch diese Adventszeit dazu dient, dass viele Menschen doch ihre Herzen bereiten, sich selber als Sünder erkennen, wie nötig, dringend sie das Heil benötigen, das du am Kreuz auch für sie vollbracht hast. Und damit es auch in ihren Herzen, in ihrem Leben Licht wird, in diesen so finsteren und bösen Tagen. Wir danken dir aber, dass wir dich kennen, der du selbst das Licht der Welt bist. Dass es bei denen, die zu dir gehören, auch in diesen dunklen Tagen und Zeiten wirklich taghell sein darf, auch in unseren Herzen. Das schenk auch uns, wenn auch die Finsternis und das Böse dieser Zeit immer wieder versucht, uns die Freude am Alltag zu nehmen, uns belasten will, dass wir auf dich schauen, uns hell wird und in unseren Herzen göttliche Ruhe, Friede, Freude im Heiligen Geist einkehrt. Und dazu lass auch diesen Gottesdienst, diese Wortverkündigung dienen. Dir sei Lob und Dank. Amen. Dürft wieder Platz nehmen und wir kommen Text zu Matthäus 21, die Verse 1 bis 9. Unter dem Thema Unser Herr kommt, sind wir bereit. Matthäus 21, 1 bis 9.
Als sie sich nun Jerusalem näherten und nach Bethphage an den Ölberg kamen, sandte Jesus zwei Jünger und sprach zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr, die bindet los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand sagt, so sprecht, der Herr braucht sie, dann wird er sie sogleich senden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist, der spricht: Sagt der Tochter Zion, sieh, dein König kommt zu dir, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, dem Jungen des Lasttiers. Die Jünger aber gingen hin und taten, wie Jesus ihnen befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider auf sie und setzten ihn darauf. Aber die meisten aus der Menge breiteten ihre Kleider aus auf dem Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und die Volksmenge, die vorausging und die, welche nachfolgten, riefen und sprachen: Hosianna dem Sohn Davids, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Was wir gerade gehört haben, ist tatsächlich in den Predigtreihen offiziell vorgesehener Text für den ersten Advent. Man staunt da vielleicht, denn eigentlich ist das ja 9 Monate vorher ein typischer Palmsonntagstext. Da fragt man sich, was haben sich die Verantwortlichen bloß dabei gedacht, als die einen Palmsonntagstext für Advent eingeplant haben. Da kam Jesus am Palmsonntag angeritten von Bethphage vom Ölberg her. Das ist der Blick vom Tempelplatz auf den Ölberg hinüber. Hinter auf der anderen Seite liegt dann Bethanien und Bethphage. Da sehen wir hier das Tal hinunter ins Kidrontal. Bethphage war damals ein kleiner Ort auf der anderen Seite des Ölbergs von Jerusalem aus gesehen. Dort hat sich Jesus den Esel bringen lassen. Denn diesen Esel hat er dringend gebraucht. Wieso? War er mittlerweile zu müde geworden zum Gehen und hat sich gesagt, na, die letzten paar Meter davon über den Berg rüber, Tal runter, wieder rauf zum Tempelberg, da lasse ich mich lieber vom Esel tragen. Oder wozu braucht Jesus den Esel? Er braucht ihn, um die Verheißung des Propheten Zacharia zu erfüllen. Ganz wichtig, liebe Geschwister, uns braucht er nicht. Ganz wichtig, uns braucht er nicht. Es gibt dazu eine nette Anekdote, vielleicht kennt ihr sie schon. Ein eifriger Mann war Tag und Nacht am Werk für den Herrn in einer Menge von christlichen Ämtern und Aufgaben. Und eines Tages hielt ein älterer Bruder im Herrn ihn an und sagt: Du hast ja gar keine Zeit mehr zur Stille, zum Lesen der Bibel und zum Beten. Aber dieser eifrige Bruder, der die Ärmel ständig bis an die Halskrause hochgekrempelt hatte, antwortete, und der Inhalt seiner langen Rede, mit der er begründet hatte, warum er so rastlos im Reich des Herrn unterwegs sein muss: Ohne mich geht's halt nicht. Der alte Bruder lächelte und meinte: In der Bibel heißt's nur ein einziges Mal, der Herr bedarf seiner. Und da ging es um einen Esel. Der Herr braucht uns nicht, aber wir brauchen ihn. Den Esel, wie gesagt, den hat Jesus tatsächlich gebraucht, um die Verheißung aus Zacharia 9 zu erfüllen. Das ist ein ganz wichtiger Abschnitt, auch im Blick auf die Zeugen Jehovas etwa und die Identität-Thema zwischen Vater und Sohn. Wir hätten auch Zacharia 9 als Lesung nehmen können, hätte hervorragend gepasst, wäre nicht so blutrünstig gewesen, nicht so schaurig wie Offenbarung 14. Aber Zacharia 9 ist vor 2000 Jahren erfüllt worden. Da ist Jesus bereits wiedergekommen zum Heil.
Sieh, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Zacharia 14 steht wohl kurz vor seiner Erfüllung. Das ist die Zeit, auf die wir ganz direkt zugehen. Deshalb Zacharia 14 als Lesung. Zacharia 9, da geht es um die Vorhersage. Vers 1 redet ganz eindeutig Jahwe. Und dieser Gott Jahwe sagt dann in den Versen 8 bis 10, ich aber werde mich für mein Haus als Wache lagern. Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, sieh, dein König kommt zu dir. Und jetzt ist die spannende Frage, wer ist der König Israels? Natürlich ist das immer Gott Jahwe selbst. Das müssen wir als erste Tatsache festhalten. Der König Israels, selbstverständlich der Gott Jahwe. Und jetzt die spannende Frage, wie kommt dieser Gott Jahwe zu seinem Volk, laut Zacharia 9? Auf einem Esel reitend. Jesus braucht den Esel zu diesem einen einzigen Zweck, um dem Volk Israel demonstrativ vor Augen zu stellen, ich bin Gott Jahwe, euer Gott. Damit geschieht die Erfüllung Zacharia vor den aller Augen derer, die in Jerusalem und um Jerusalem versammelt sind. Das ist auch ganz wichtig im Blick auf die, die leider nach meiner Erfahrung immer mehr werden, die meinen, sie könnten und müssten den Gott Jahwe des Alten Testaments losreißen vom Jesus des Neuen und diese beiden gegeneinander ausspielen. Geht geistlich, theologisch und so weiter völlig in die Hose. Nein, der Gott Jahwe des Alten Testaments und der in Bethlehem geborene Jesus Christus ist ein und dieselbe Person. Von daher ist dieses ganze Thema auch ganz wichtig im Blick auf den häufigen Streit um die Trinität, die Dreieinigkeit. Auch ein Punkt, mit dem ich ständig konfrontiert werde. Warum ist die so wichtig? Kommt doch nicht in der Bibel vor, weder Trinität noch Dreieinigkeit. Richtig. Aber der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind eins. Das wird ganz klar bezeugt, wenn wir die Zusammenschau haben von Altem und Neuem Testament. Ganz klar. Dieser Jesus, der auf dem Esel einzieht, ist der Gott Jahwe. Absolut glasklar. Da gibt es nichts zu drehen und zu deuteln. Und Israel erkennt das mindestens im Ansatz, als Jesus hier von Betfage nach Jerusalem kommt. Da könnt ihr vielleicht, ich weiß nicht, ob es diese Straße damals auch schon gab, diese Sträßlein da runtergeritten sein, ins Kidrontal hinunter, an diesen alten Gräbern vorbei, die schon vor zu seiner Zeit da standen, und dann wieder hinauf zum Ölberg, also dem Tempelberg hinauf, zum Goldenen Tor. Die Bibel sagt zwar nirgends, dass er das Goldene Tor eingeritten ist, aber die christliche Überlieferung hat das wohl von Anfang an so gesehen. Das Volk huldigt Jesus als König und Messias. Die Massen reißen Palmzweige ab, streuen sie vor ihm auf den Weg. Selbst ihre guten Festtagsgewänder sind ihnen nicht zu schade. Sie werfen sie in den Staub der Straße und dulden, dass der Esel mit seinen Hufen drüber geht. Manches wird hinterher nur noch bedingt als Festtagsgewand tauglich gewesen sein. Mit ihren Zungen und mit ihren Gesten loben sie ihn, preisen ihn als Messias, als Sohn Davids, als ihren König, heißen sie ihn willkommen, begleiten ihn festlich gewissermaßen zum Tempel hinein. Aber in ihren Herzen ist kein Platz, liebe Geschwister. Solch ein Drama, deshalb für uns heute das Thema, unser Herr kommt, sind wir bereit. Damals vor 2000 Jahren waren die Menschen ganz nah dran. Sie haben so viel über ihn erkannt. Sie müssen es kapiert haben, was da vor ihren Augen geschieht. 3 Jahre lang hatten sie seine Wunder gesehen. Unmittelbar vorausgegangen war ja die Auferweckung des Lazarus. Das hatte eingeschlagen wie eine Bombe. Die Bibel sagt auch gerade deshalb auch, weil dieser Ruf mit der Auferweckung des Lazarus vorausging, haben sich ganz besonders viele jetzt versammelt. Das war noch in aller Ohren. Sie sind der Macht Gottes begegnet und deshalb rufen sie voller Inbrunst Hosianna, dem Sohn Davids, der Messias-Titel. Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn.
Sie erkennen und bekennen ihn als den Sohn Davids, als ihren Messias. Sie wissen, wer da in Jerusalem einzieht. Sie haben ihn erkannt als den, der da kommt im Namen des Herrn. Einen Augenblick steht die Menge kurz davor, Jesus als Messias anzunehmen. Wir wissen, wenige Tage später sieht es ganz anders aus. Dramatisch, immer wieder sind Menschen ganz nah dran und verpassen dann doch ganz das Heil. Dass doch das niemand von uns, der da heute dabei ist oder zuhört, auch so geht. Wenn wir ganz nah dran sind, dann sollten wir klare Sache mit dem Herrn machen, dass wir nicht eines Tages am Ende doch ganz daneben liegen. Etwa so, dramatisches Beispiel dürfte der große babylonische König Nebukadnezar gewesen sein. Gott kam auch zu ihm. Nebukadnezar erlebt, wie Gott Daniel mit Weisheit und Verstand ausrüstet, weit mehr als all seine Weisen und Gelehrten Babels. Er erlebt, wie allein Daniel ihm einen Traum nennen und deuten kann und bricht dann aus in das Bekenntnis: Es ist kein Zweifel, euer Gott ist ein Gott über alle Götter und ein Herr über alle Könige. Aber wisst ihr, was in diesem wunderbaren Bekenntnis ganz traurig ist? Er sagt, euer Gott. Er erkennt diesen Gott, er rühmt seine Macht, aber es bleibt ihm ein fremder Gott, euer Gott. Es ist nicht sein Gott. Dann rettet Gott die drei Freunde Daniels vor den Augen Nebukadnezars aus dem brennenden Ofen. Er sieht mit eigenen Augen, ist hautnah dabei, als der Herr Satrach, Mesach und Abednego im Schmelzofen bewahrt und man nicht einmal den Geruch des Feuers an ihnen merkt, nicht mal ein versenktes Härchen, als sie da wieder rauskommen. Nebukadnezar wird ganz unmittelbar mit der Allmacht Gottes konfrontiert. Und wieder bricht er tief beeindruckt aus in den Ruhm Gottes, gelobt sei der Gott Satrachs, Mesachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die ihm vertraut haben. Es ist kein anderer Gott, der so erretten kann. Und wieder das gleiche Drama. Es bleibt für ihn der Gott Satrachs, Mesachs und Abednegos. Ein Drama, dass andere den allmächtigen Gott zum Vater haben, das hilft uns persönlich nicht weiter. Es geht darum, dass wir ganz persönlich den allmächtigen Gott zum Vater haben. Schließlich demütigt Gott den Nebukadnezar, gibt ihm 7 Jahre dem Wahnsinn preis. Als Nebukadnezar wieder zur Vernunft findet, rühmt er Gott als den Höchsten und ewig Lebenden, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft und dessen Geschlecht von Geschlecht währt. Wir haben da 3 großartige Bekenntnisse, dieses Nebukadnezar zum lebendigen Gott. Und doch bleibt zweifelhaft, dass er ihn überhaupt jemals als seinen Herrn angenommen hat. Die Herzen waren auch 600 Jahre später nicht wirklich offen. Jesus kam in sein Eigentum, zu den Seinen, den Kindern des Reichs, nennt er sie an anderer Stelle. Diejenigen, die als Kinder Israel wirklich ins Reich hineingeboren sind, eigentlich eine Bürgerschaft im Reich Gottes in die Wiege gelegt bekommen. Das, was ihnen geschenkt ist, aber nicht im Glauben annehmen. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Sie waren nicht bereit. Interessant, Matthäus deutet das gleich direkt an dieser Stelle schon an. Das von ihm verwendete Zitat enthält nämlich eine ungewöhnliche Wendung. So ein typisch biblisches Doppelzitat, das aus ganz verschiedenen Teilen zusammengesetzt ist. Matthäus beginnt dieses Zitat mit Jesaja 62, Vers 11. Sagt der Tochter Zion. Aber Jesaja 62 redet von der endzeitlichen Wiederherstellung Israels, von der Zeit, in der Israel seinen Messias annehmen wird.
Und deshalb geht Jesaja 62 in Vers 11 weiter: Siehe, dein Heil kommt. Gerade so fährt Matthäus mit seinem Zitat aber nicht fort. Es kommt zwar das Heil Israels, nämlich Jesus selbst, aber sie nehmen das Heil ja nicht an. Sie werden ihn schon in wenigen Tagen mit demselben Eifer ablehnen, mit dem sie ihn jetzt willkommen heißen. Und deshalb wechselt Matthäus jetzt das Zitat, springt von Jesaja 62 zu Zacharia 9 und fährt fort mit Vers 9, Zacharia 9, Vers 9, siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich, sanftmütig und auf einem Esel reitend. Das ist das, was sich tatsächlich im Moment dann erfüllt, vor 2000 Jahren. Und Matthäus deutet mit diesem Zusammenfügen, dieses Mischzitats, das Geschehen damit schon heilsgeschichtlich. Denn Zacharia 9 hat nicht nur Israel im Blick, wie Jesaja 62. Zacharia 9 weitet von vorne weg den Blick für den Auftrag des Messias über Israel hinaus. Da heißt es, Vers 10, denn er wird Frieden verkünden unter den Völkern und seine Herrschaft wird sein von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Da tritt Israel ganz in den Hintergrund, weil es ja seinen Messias ablehnt. Und das weiß Gott natürlich auch schon zu Zeiten des Propheten Zacharia. Wenn Israel seinen Messias ablehnt, kommt er zu den Heiden. Liebe Geschwister, jetzt kommt er zu uns. Und er kam nicht nur damals, er wollte nicht nur vor 2000 Jahren in Jerusalem einziehen, er kommt heute. Er will heute einziehen in unsere Herzen. Er will einziehen in unseren Alltag, in unsere Ehen, in unsere Familien, in unsere Gemeinde, in unsere Nöte, in unsere Herausforderungen. Deshalb haben wir auch das nicht allen bekannte Lied vor der Predigt gesungen, Gottes Sohn ist kommen, wo es Vers 2 heißt, er kommt auch noch heute. Er kommt auch noch heute und lehret die Leute, wie sie sich von Sünden zur Buß sollen wenden, von Irrtum und Torheit treten zu der Wahrheit. Und wie nötig, liebe Geschwister, ist das gerade in diesen Tagen, dass Menschen sich vom Bösen, von Irrtum und Torheit, von der Verführung, von der Vernebelung, von der Verdummung abwenden, dem lebendigen, wahren Gott zu, der Wahrheit, der Gerechtigkeit, der Liebe, dem Heil in Jesus. Jesus kommt, sind wir bereit? Er kommt und sucht die Menschen, damit sie sich retten lassen. Aber was sich in der Karwoche mit Israel ereignet hat, dieses Drama, das ganz nah dran sein und doch dann nicht dazugehören, wiederholt sich ja in jeder Advents- und Weihnachtszeit millionenfach. Eigentlich ist Advent und Weihnachten im Jahr die dramatischste Zeit. Da kommen Millionen Menschen jedes Jahr für mehrere Wochen dem Heiland ganz nah. Sie hören Advents- und Weihnachtslieder. Wahrscheinlich hat es in den Kaufhäusern schon wieder angefangen. Wenn die Leute einkaufen gehen, wir gehen nicht so viel einkaufen, aber ich vermute mal, wenn man so im Fernsehen auch hört, wie jetzt wieder die ganzen Weihnachtsschlager wohl ausgepackt werden und die Menschen damit beschallt. Eigentlich ja nicht schlecht, wenn von den Texten, soweit sie gut sind, auch was in den Herzen ankäme. Sie kaufen Weihnachtsgeschenke. Muss auch nicht schlecht sein, wenn sie dann doch wenigstens das eine entscheidende Weihnachtsgeschenk für sich annehmen würden, unseren Herrn Jesus. Sie gehen in Weihnachtskonzerte, sogar viele in Weihnachtsgottesdienste. Wir wissen, an Heiligabend platzen die Kirchen aus allen Nähten. Sie hören die Weihnachtsgeschichte, aber sie erkennen nicht, dass dieser Herr ihr Herr sein will. Sie haben keinen Platz für ihn. Dabei kommt er uns zur Hilfe, uns zum Heil, uns zur Rettung. Das ist dann das nächste Zitat aus dem Alten Testament, das jetzt nicht als Erklärung des Geschehens von Matthäus, sondern aus dem Mund der Massen kommt, die Jesus willkommen heißen. Sie rufen Vers 9,
bei uns Matthäus 21, Vers 9, Hosianna, dem Sohn Davids. Jetzt ein Zitat aus Psalm 118, Vers 26. Hosianna ist eigentlich ein Hilferuf. Wörtlich heißt es, hilf doch, Herr, hilf doch. Bei den Römern, damals bei den Israeliten unter römischer Herrschaft, war es verständlich, sie waren geknechtet. Eigentlich eine dramatische Situation. Nach den großartigen Zeiten des König David und Salomo war es über die Jahrhunderte nur noch bergab gegangen mit diesem Volk. Und seit 600 Jahren hatten sie im Prinzip als eigener Staat, als souveränes Volk aufgehört zu existieren, permanent unter Fremdherrschaft gestöhnt, gelitten. Und da hat Jahr um Jahr die Dringlichkeit des Rufes zugenommen, Hosianna, hilf doch, Herr. Ich denke, wir können es heute in diesen Tagen sehr gut nachvollziehen. Nach Jahren und Jahrzehnten des Wiederaufbaus in Deutschland, nach einem relativ goldenen Zeitalter des Wohlstands, des Wohlergehens äußerlich, wird so vieles zerstört und zugrunde gerichtet. Und nicht nur materiell, äußerlich, wirtschaftlich, sondern so viel Druck auf die Menschen ausgeübt, so viel Freude zerstört, so viel Zwischenmenschliches kaputt gemacht. Und Jahr um Jahr nimmt die Dringlichkeit des Rufes zu, hilf doch, Herr, hilf doch. Passt zu unserem Wochenspruch aus Sacharja. Sieh, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, das ist er. Was für eine Zusage in diesen Tagen, ein Gerechter. Bei all dieser Ungerechtigkeit, bei all diesem Unrecht. Ein Gerechter, der wieder zurechtbringt, das Recht aufrichtet und hilft. Jesus ist der Helfer. Ganz umfassend, dass wir doch ganz persönlich diese Hilfe annehmen. Nicht nur mit Worten und Gesten bekennen, wie es die Israeliten damals, die Pilger, gemacht haben, sondern in unseren Herzen aufnehmen. Dass wir doch nicht nur kurz davor stehen, nicht nur ganz nah dran sind. Wie können wir das machen? Indem wir unsere Sünden vor ihm bekennen. Christ werden ist ganz einfach, weil Jesus alles schon getan hat. Wir brauchen es nur annehmen, wir brauchen nur Ja sagen und seine Vergebung für uns annehmen. Indem wir unser Leben in seine Hände legen, ihn bitten, dass er der Herr und Heiland unseres Lebens wird. Natürlich will der Feind das verhindern, deshalb baut er Unmengen Barrieren auf. Wir haben uns gerade vor dem Gottesdienst noch unterhalten. Vor allem wird die Glaubwürdigkeit ins Wort Gottes systematisch zerstört. Ich werde wahrscheinlich im neuen Jahr, so Gott will und wir leben, noch mal eine Reihe, eine Predigt darüber halten müssen, über die Zuverlässigkeit des Wortes Gottes, über die grandiose Überlieferung des Wortes Gottes. Das, wo wir uns total fest drauf verlassen können, was da heute in unseren Bibeln steht, das wurde wirklich vor Tausenden von Jahren genauso niedergeschrieben. Unglaublich zuverlässig überliefert, grandios. Aber in Deutschland hängen immer mehr Leute irgendwelchen Verschwörungstheorien an. Das sind wirklich Verschwörungstheorien, wie die Bibel angeblich verfälscht von Konstantin im Vatikan unterschlagen, was weiß ich was alles. Und interessant, ich beobachte seit vielen Jahren, es gibt meines Wissens kein anderes Volk, das diesen Verschwörungstheorien so verfällt wie das Deutsche. Da werden so Bestseller wie der Da Vinci Code und ähnliches aufgelegt. Auf der ganzen Welt interessiert das, soweit ich es wahrgenommen habe, so gut wie keinen Menschen. Und in Deutschland landen diese Machwerke dann im Bestseller-Rangliste Platz 1 und 2 und so weiter. Das ist auch ein Fluch, der über unserem Volk liegt, dem Land der Reformation, das die Gnade Gottes abgewiesen hat in breiter Weise und der Verblendung anheimgefallen ist, dahingegeben. Beten wir, dass der Herr nochmal Licht bringt. Der Feind will es verhindern, dass der König der Ehren einzieht in unseren Herzen oder auch in Jerusalem. Deshalb versucht er allerlei innere und äußere Barrieren aufzubauen. Übrigens schon vor fast 500 Jahren ganz praktisch. Damals herrschte der Sultan Suleiman der Prächtige 1494 bis 1566 auch über Jerusalem.
Warum ist er an dieser Stelle so wichtig? Der ließ von 1537 bis 1541, also noch zu Lebzeiten Martin Luthers, um hier mal so den Faden zu schlagen, Parallele nach Deutschland, in den Zeiten Martin Luthers, als hier die Reformation aufblühte und auch zu kämpfen hatte, da ließ dieser Suleiman der Prächtige die Stadtmauer Jerusalems und das Goldene Tor wieder aufbauen. Da sehen wir es. Goldene Tor, ja. Kommt hier an der Wand nicht ganz so super raus, auf dem nächsten Bild sehen wir es dann besser. Die reich geschmückten Torbögen übrigens, so habe ich gelesen, stammen sogar noch aus dem Jahr 630. Die sind also recht alt. Damals ließ der oströmische Kaiser Herakleios das Goldene Tor mit diesem Doppelportal ausstatten. Sultan Süleyman allerdings ließ, kaum dass das Tor wieder aufgebaut war, die Torbögen zumauern. Außerdem legte er einen weitläufigen Friedhof, einen islamischen, davor an, direkt vor dem Goldenen Tor. Warum hat er das gemacht? Klassischerweise wird berichtet, Süleyman habe das getan, um für den wiederkommenden Messias zwei Hindernisse aufzubauen. Einerseits würde Jesus, der Messias, als Jude niemals über muslimische Gräber gehen können. Damit würde er sich ja kultisch verunreinigen. Zum anderen, wenn er es trotzdem macht, das Tor ist zu, er kommt nicht rein. Ja, so hat sich angeblich, ob es stimmt, ob das eine wahre Motivation war, weiß ich nicht. Aber so wird es überliefert. So hat er sich angeblich gedacht. So soll der Messias, wenn er kommt, vom Ölberg her nicht durchkommen. Zugemacht. So versuchen die Mächte der Finsternis, den Heilsplan Gottes zu durchkreuzen. Satan mauert die Tore zu, nicht nur am Goldenen Tor in Jerusalem, sondern vor allem in den Herzen vieler Menschen. Viel gefährlicher. Das zugemauerte Goldene Tor, habe ich überhaupt keine Bange, wird für den Messias kein Problem darstellen. Wie aber kam Süleyman überhaupt auf die Idee, dass Jesus zum Goldenen Tor wieder einziehen könnte? Natürlich, weil er die christliche, da sehen wir noch die Grabfelder ein bisschen genauer, weil er die christliche Überlieferung kannte rund um Jerusalem. Nun ist zwar meines Wissens nirgends in der Bibel ausdrücklich gesagt, dass Jesus wieder zum Goldenen Tor einziehen wird, aber soweit ich sehe, gehen alle Ausleger davon aus, als nächstliegend ist von der Bedeutung des Goldenen Tores. Eins sagt die Bibel sicher, am Ende der Zeit, da sehen wir den Blick vom Tempelberg hinüber nochmal auf den Ölberg, am Ende der Zeit wird Jesus wieder von Osten vom Ölberg her kommen und nach Jerusalem einziehen. Das hatten wir als Lesung aus Sacharja 14, 1 bis 5 gehört. Das sind düstere und herrliche Verse zugleich. Düster, denn sie berichten den Höhepunkt der großen Trübsal, die finstersten Stunden, unmittelbar vor der Wiederkunft des Herrn. Siehe, ein Tag kommt für den Herrn, da verteilt man in deiner Mitte dein Plündergut. Und bevor es was zu plündern gibt, muss Krieg geführt werden. Und dieser Krieg wird furchtbar sein, sagt Gottes Wort, denn ich versammle alle Nationen gegen Jerusalem zum Krieg. Waren wir in der Offenbarungsreihe mehrfach auch schon auf diesen Tag, auf dieses Ereignis gestoßen. Gigantische Heerscharen aus allen Nationen werden sich unter der Führung des Antichristen gegen das Volk Gottes auf den Weg machen, wollen das Volk Gottes vernichten. Versammeln sich zum Krieg gegen Jerusalem und sie werden Jerusalem erobern, sagt die Bibel an mehreren Stellen, auch im Alten Testament ganz deutlich. Sie werden die Hälfte der Bewohner gefangen fortführen und jetzt soll es auch dem Rest an den Kragen gehen, aber das wird nicht gelingen, denn in diesem Augenblick der größten Not wird der Herr für sein Volk selbst eingreifen, denn der Herr, Jahwe, wird ausziehen und gegen jene Nationen kämpfen und seine Füße, gucken wir es uns gerade nochmal an, das Bild, da wird es geschehen, vielleicht schon in wenigen Jahren.
Seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem im Osten liegt, und der Ölberg wird sie von seiner Mitte aus nach Osten und nach Westen spalten, zu einem sehr großen Tal, und die eine Hälfte des Berges wird nach Norden und seine andere nach Süden weichen, und ihr werdet in das Tal meiner Berge fliehen. Dann wird der Herr, mein Gott, kommen und alle Heiligen mit ihm. Wir, die Gemeinde Jesu, wird zu diesem Zeitpunkt spätestens entrückt sein. Denn wo sind die Heiligen? Dann bereits bei ihm. Wie lange sie dann schon bei ihm sind, darüber streiten auch die frommen Gelehrten, lassen wir heute aus. Aber dann werden sie auf jeden Fall bei ihm sein und mit ihm kommen. Alle Heiligen mit ihm. Wie können wir wissen, dass wir mit dabei sind? Indem wir Jesus annehmen als unseren persönlichen Herrn und Heiland. Und da kommt es ganz entscheidend auf unser Wollen an. Da hat keiner eine Ausrede. Manche fragen da kritisch zurück, war früher auch ein Thema manchmal in unserer Gemeinde, ja, ist es nicht allein Gottes Gnade? Muss er uns nicht sogar das Wollen schenken? Stimmt, muss er. Auch das Wollen und das Vollbringen ist allein seine Gnade, will er auch tun. In der Offenbarung lesen wir von der falschen Prophetin Isabel. Die hat die Gemeinde in Thyatira verführt. Jetzt sehen wir aber etwas Interessantes über den Willen des Menschen. Und ich gab ihr Zeit, damit sie Buße tue. Und sie will nicht Buße tun von ihrer Unzucht. Was sehen wir? Jesus wollte. Isabel wollte nicht. Ebenso sagt Jesus zu Jerusalem, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen? Ich habe wollen. Wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. Und ihr wisst, wie es weitergeht. Und ihr habt nicht gewollt. Gibt ja erfreulicherweise auch heute noch in der Eichenau Hühner. Vor allem im Sommer, wenn während des Gottesdienstes die Fenster geöffnet sind, hört man dann in der Nachbarschaft die Hähne krähen. Ich finde das durchaus sehr schön. Bin auch auf dem Bauerndorf aufgewachsen. Meine zweite Heimat war ein kleiner Hof, den drei ältere Schwestern miteinander umgetrieben haben. Und da gab es immer wieder auch mal eine Henne mit Küken. Und ich sehe das immer noch vor meinen Augen, wie dann die Henne im Hof mit den Küken unterwegs war und so wie ein Raubvogel über den Hof strich, lockte die Henne kurz, tock, 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 Warnruf, und dann kamen von allen Ecken und Enden vom Hof die Küken angeflitzt und in einem Augenblick waren die alle unter den Flügeln der Henne verschwunden, nichts mehr zu sehen. Und so nach einer Weile, da hat dann unter dem Flügel irgendwo ein Köpfchen rausgeguckt und mal gespiegelt, ob die Luft wieder rein ist. Und so sagt Jesus, ich habe gewollt. Ich habe gelockt, ich habe gerufen unter meine rettenden Flügel, aber ihr habt nicht gewollt. Liebe Geschwister, hören wir, wie da jedes einzelne Wort wie ein Hammerschlag klingt. Ihr habt nicht gewollt. Jesus sagt nicht, ihr habt nicht gekonnt. Ich sage deshalb immer wieder die doppelte Erwählungslehre, die von einer Bestimmung zur Verdammnis redet, ist völlig unbiblisch. Ist völlig unbiblisch. Nirgends in der Bibel sagt Jesus, Menschen gehen verloren, weil sie nicht gerettet werden konnten. Sagt immer, sie gehen verloren, weil sie nicht gerettet werden wollten. Interessant, dass die Spannung, wo unsere menschliche Logik an ihre Grenzen kommt. Der Mensch kann zwar tatsächlich von sich aus nicht wollen, das Wollen kann er selber nicht, das muss Gott ihm schenken. Er kann aber von sich aus sehr wohl nicht wollen. Ja? Er kann von sich aus sehr wohl nicht wollen. Er kann von sich aus die Hand, die der Herr ihm ausstreckt, der himmlische Vater voller Liebe und Gnade und Barmherzigkeit, die kann er von sich aus wegschlagen, ignorieren. Und so versucht Satan bis in unsere Tage hinein, die Herzen der Menschen zuzumauern, damit sie nicht wollen und Jesus als ihren Herrn und Heiland nicht annehmen.
Aber der Herr hat auch besondere Wege. Zum Schluss da noch eine schöne Geschichte. Erstmal vom Zumauern und dann wieder auch wieder auftut. In der ehemaligen Sowjetunion hatte Nikita Chruschtschow, der von 1894 bis 1971 lebte, Anfang der 60er Jahre das Fach Grundlagen des wissenschaftlichen Atheismus eingeführt. Alle Studenten aller Fachrichtungen mussten diesen Indoktrinationsunterricht besuchen. Ich befürchte, wir sind da weit heute nicht mehr weit davon entfernt, dass wir auf allen Kanälen indoktriniert werden. Damit sollte in die Herzen der Jugend die Tür für Jesus zugemauert werden. Das war der Sinn dieser Indoktrination. Aber wenn Gott beschließt, Türen aufzutun, liebe Geschwister, und deshalb lassen wir uns weder von einem zugemauerten goldenen Tor beeindrucken, noch von schonstigen zugemauerten Herzen. Wenn der Herr beschließt, Türen aufzutun, dann kann das niemand hindern. Im Jahr 1992 war Professor Gitt zu einer Evangelisation in Kasachstan, das berichtet er, und hatte dort ein interessantes Erlebnis, hielt an der Universität einen Vortrag zum Thema »Wozu gibt's Sterne?« und zwei Jahre später an der gleichen Universität wieder einen Vortrag. Die Einführung machte einer der dortigen Professoren. Er stellte sehr herzlich Werner Gitt vor und erinnerte an den Vortrag vor zwei Jahren und sagte dann im Blick auf Werner Gitt mit freundlicher, aber entschlossener Stimme, lud er uns damals ein, eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Als Zeichen der Annahme standen viele Studenten auf. Ich wusste überhaupt nicht, was mit mir geschah. Plötzlich stand ich auch auf, obwohl ich gar nicht begriff, was ich da tat. Es war eine merkwürdige Kraft, die mich geradezu schob. Ich hatte auch die Bücher mitgenommen, die damals verschenkt wurden bei der Evangelisation oder beim Vortrag, und begriff erst später, was es mit diesem Aufstehen auf sich hatte. Ich hatte für Christus eine Entscheidung getroffen. Ihr kennt mich, ich lehrte viele Jahre das Fach Atheistik an dieser Uni. Und jetzt bin ich Christ. Ihr bekommt heute auch die Chance, euch zu entscheiden. Tut es. Also vor denen, die zugemauerte Herzen haben und überzeugte Atheisten sind, müssen wir uns gar nicht fürchten. Da ist noch sehr, sehr viel Hoffnung. Bei den Lauern und Trägen ist die Lage viel schlimmer. Ja. Aber liebe Geschwister, das ist der Sinn von Advent und Weihnachten. Heute will Jesus unsere Herzen bereit machen für Weihnachten, für seine Wiederkunft. Und wenn der Herr Türen auftut, dann kann kein Teufel sie zuhalten. Beten wir, dass der Herr auch heute offene Türen und Herzen schenkt. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Ja, treuer Heiland, wir danken dir, dass wir auch in diesen Tagen diese Botschaft von der Gnade, von der Vergebung, von der Rettung, vom Heil noch weitersagen können. Und bitten dich, dass du uns auch die Möglichkeiten noch lange dazu schenkst, bis zu deiner Wiederkunft, bis zum Tag der Entrückung, dass wir wirklich in deiner Kraft, in deiner Vollmacht, in deinem Segen dieses Werk tun können. Jeder Einzelne von uns, wir zusammen als Gemeinde, fern und nah, wo du einen jeden von uns hingestellt hast, dass auch von dieser Kanzel aus wirklich bis zum Tag der Entrückung dein Wort verkündigt werden kann. Schenke du's und mach du alle Angriffe, die das vielleicht verhindern wollen, zunichte. Und dass dein Wort in Vollmacht hinausgeht und die Herzen trifft und öffnet. Und da, wo der Teufel dicke Mauern aufgerichtet hat, da brichst du diese Mauern nieder. So wie du damals vor 2000 Jahren den Vorhang im Tempel zum Allerheiligsten hast zerreißen lassen von oben bis unten, so zerreiß auch du diese verschlossenen Herzen, reiß sie auf, dass dein Wort, dein Geist Eingang finden und Menschen doch deine Liebe erkennen, dass sie deine ausgestreckte Hand nicht abweisen, nicht wegschlagen, nicht ignorieren, sondern mit Freuden annehmen, sich von dir in die väterlichen Arme schließen lassen, Vergebung ihrer Sünde erfahren, ganz egal wie groß sie auch sein mag. Ja, wir danken dir, dass dieses Wort auch in dieser Adventszeit noch hinausgehen kann, auch in unserem Volk und Vaterland, wo ganz besonders viel Verblendung ist, wo auch das Böse, der total entgrenzte Wahnsinn in besonderem Maß wütet, wie kaum in einem anderen Volk und Land auf dieser Erde. Aber auch hier, Herr,
müssen wir nicht verzagen. Auch hier wirkt dein mächtiger Arm, wirkt dein Heiliger Geist. Und wir bitten, dass er noch kräftig wirkt, solange noch nicht vollkommene Finsternis ist. Und so tröste du auch uns, dass wir uns selber in diesem Heil festgemacht haben, festmachen und wirklich getragen, begleitet sind von dir. Auch jetzt in diese Advents- und Weihnachtszeit hineingehen dürfen in diesem Wissen und dass wir auch deine Zeugen sind, fröhlich, getrost, gestärkt. Lob und Dank sei dir. Amen. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun geht hin im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.